Hör mal zu, vergiss nicht, du hast noch 300 Sekunden Zeit, die nicht runterlaufen. Irgendwann. Ah. Ja. Hast du wohl? Das heißt, es sind ja gar keine richtigen 300 Sekunden, es sind ja 300 Zeiteinheiten. Stimmt, genau. So. Dann versuch mal exakt eine Sekunde zu treffen, ja? Wenn du nicht gerade eine Schweizer Glock verbaut hast in so einem NES, kann das schwierig werden. Ja. Oh ja, geil. Super machst du das. Oh, ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Ja. Ist das so Langrenner? Ja, so geradeaus ist echt schwierig. Ah, die Hindernisse, die erkennst du ja doch nicht, ja? Nein, jetzt bist du tot. Das passt. Aber ich finde das cool, dass sie das mit den Saltos eingebaut haben. Da haben sie ja wieder beim Super Mario 64 haben sie es dann ja wieder aufgegriffen mit den Saltos. Ja. Quasi. You got a card. Sehr deutsch. Und das Help haben sie auch super übersetzt mit Hilfe. H-I. Wenn ganz schnell dran drückt, geht das bestimmt auch. Nein. Fast. Das habe ich nämlich als Kind früher immer gemacht. Dann habe ich dann gefreut, ja, den ersten, ja, den zweiten, also den dritten ist scheiße. Aber wir haben doch festgestellt, dass Button-Bashen was Gutes ist. Ja, zumindest bei Street Fighter, und zwar, wenn man die Kombos von den Charakteren überhaupt nicht kennt, dann ist das ganz toll. Und auch nur, wenn es beide machen. Oh, bei Street Fighter 4 meinst du? Yep. Street Fighter 4. Ich sage, das ist ein tolles Spiel. Wow, Skill! Ey, da war schon out of screen. Oh, da kommt ja wieder roter Verdacht. Geil. Das hast du jetzt bestimmt nur, weil du einen Stern hattest noch. Ja, nur deshalb. Ja. Er hat den eigentlich erlaubt, zwei Männer aneinander zu schießen. Der Erschaffer. Ich dachte jetzt, du springst genau in den rein. Und diese Drecksprogrammierer, ja. Ja, das ist die sogenannte Meisterhand. Buddhas Hand. Ja, ich wollte dich gerade warnen. Aber ich habe mal gedacht, ach. Wird doch schon mitkriegen, ja. Nice. Oh. So. Ja. Jetzt könnt ihr auch schon Feuer spucken, ey. Oh yeah, five up. Nicht schon den noch leer machen. In einer Welt 6 Leben? Nett. Kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Dachte mir auch gerade. Wenn wir jetzt beste Freundinnen wären, hätten wir uns an den kleinen Fingern gehalten und gesagt, du darfst dir jetzt etwas wünschen. Ich wünsche mir a Wand of Wishing. Das ist auch so ein aus NetHack. Gibt's dann das Item Wand of Wishing und da darfst du dann halt was wünschen. Da kannst du dir natürlich auch wieder einen neuen Wand of Wishing wünschen, aber das haben sie natürlich ausgehebelt. Da kriegst du einen Wand mit Wishing, der null Wünsche frei hat. Ein Wand of Wishing? Find's jetzt lustig? Hast du gerade gesagt? Hat er das gerade nicht gesagt? Ja, hast du gesagt. Eine Wand of Wishing wünschen. Wischen. Na Mann, ey. Ich erzähle nichts mehr von irgendwelchen anderen Spielen, von denen ich keine Ahnung habe. So. Da kann ich ja kaum noch was erzählen. Nein. Wir haben sie perfekt dafür platziert, ja. Das war Absicht, weil hier ist nämlich eine Feder. Auch nicht. Auch nicht. Die Feder doch nicht. Aber wenn ich jetzt hier ganz nach rechts renne, dann habe ich glücklich auf die Arsch. Ey. Karte. Weil es da nicht weitergeht. Oder? Was ist das? Vielleicht. Warum? Weil da eine Röhre ist und die doofe Röhre muss man rein. Und warum? Und deswegen war der Gegner da, weil der sollte dich anhalten und dann sagen, geh da unten rein. Das heißt hier, Goomba ist hier. Goomba! Da fällt mir wieder dieser Super Mario Bros. Film ein. Aber die total kacke was. Wer die Goombas oder alle? Alle. Außer Yoshi. Yoshi war ja ganz niedlich. Aber guck, mein kleiner Dino. Ist er nicht süß? Total. Halt was. Es ist ein Dino. Und ein Dino ist ein echsenartiges Tier.
Und ich glaube, bei denen gibt es nicht den sogenannten Kindchen-Effekt. Nee, ich glaube auch nicht. Genauso wie bei Schnecken. Gibt's auch keinen Kindchen-Effekt. Da würde niemals eine Frau sagen, ach, guck mal, die ist ja süß, außer die ist Biologin und auf Schnecken getrimmt. Da können die auch sagen, oh, guck mal, ist das hier süße kleine Schnecke. Kleine, schöne Schnecke. Guck mal, meine kleine Schnecke. Ist sie nicht? Muss so eine 18er Freigabe hier rein. Für das Video bitte nur zum Schauen. Danke. Ja, ist immer gut, wenn man das danach sagt. Zweideutige Anspielungen sind immer unser Start. Ah ja, vor allem die richtig schlechten Anspielungen. Habe ich dir von meinen... Ach nee, den habe ich dir schon erzählt, meinen tollen, dämlichen Wortwitz. Ich bin ja berühmt für meine blöden Wortwitze. Mit dem... Mit der Taube. Hä? Naja, ich habe mir mal überlegt, da habe ich mir gerade... war ich gerade im Bad, und da hatte ich dann eine Weile. Und da habe ich mir überlegt... Im Bad. Wenn ich mal irgendwann eine Taube besitzen sollte, ja, dann nenne ich die Jo. Was, Jo? Jo. Jo-Taube. Nein, weil wenn dann nämlich mal die Taube rumgurt, dann kann ich dann sagen, Jo-Gurt. Ja, allerdings. Das ist super schlecht. Achtung! Ja, natürlich. Das jetzt auch. Und das jetzt? Das sowieso. Get it down. Nee, das sah mit den Leben so komisch aus. Ich kann ja mal an dich übergeben. Ja, okay, 26 Leben ist natürlich blöd. Ich wollte klein sein, sonst gibt's so. Ja, Luftwiderstand. So, komm her. Du blöder Geist! The Mother Ghost. Das ist doch ein Ding, oder? Achtung, Geist! Stern schützt mich auch nicht vor der Lahn. Nee, aber vor dem da. Nee, Idiot. Trüppel. So. Die Geister waren echt immer ein bisschen nervig. Oder? Ja. Vor allem die Dinger da, die da schießen können, die können ja in zwei verschiedene Richtungen schießen. Einmal nach oben und einmal nach unten. Ja, hat er ja gerade gemacht, der Arsch. Wollte ich nur daran erinnern. Was ist das ein Ding, Mann? Nicht alles ist so offensichtlich in der Nintendo-Welt. Bitte. Unfair. Wie war das vor mit der Halbzeit? Halbzeit? Naja, dass bei Super Mario World eine Halbzeit eingeführt haben. Ach so, ja, ein Checkpoint. Ja, allerdings. Stellenweise sehr mega unfair, vor allem wenn du kurz vorm Ende kaputt gehst. Ah! Ich übergebe mal an dich. Mach du dich mal zum Obst. Wie bei Werner. Du musst übernehmen. Übernehmen, nicht übergeben. Also. Ja. Natürlich, weil. Also Lacker. Ach, erzähle nicht. Lackbeat Skill, dann wird zu Counter-Strike Zeit nochmal gesagt. Du kannst mich mal. Yeah. Yeah, baby, yeah. Yeah. Ist da nicht auch dieser, wenn du hier 8 Monster tötest, dass du dein Leben lässt? Ja, gibt's. Okay. Ich will es nur mal bestätigt haben. Ja, du kleine. Arsch. Du kleine Arsch. Du kleine Sau. Genau das wollte ich auch machen, aber... Natürlich! Ah, Tasche! Huhuhuhui! Ja! So viel zum Thema Lackbeat-Skill. Ja! Das war mit Absicht. Ja, ich weiß. Macht er immer so. Stürzt es ja nicht mehr ab. Jetzt kommen wir da hier hoch. Ich bin Schildkröte. Doingi! Doingi! Das war neu. Doingi! Jawoll! Oh, yeah. Awesome! Sensationell. Das war ein sogenannter Headjump. Bei Counter-Strike gibt's den Headshot. Oh, sieht das so eine komische Lanze. Oh Mann, das sind die Hammerbrüder dieser Welt. Was für ein Scheiß.
genau wie falsch. Aber du wusstest, was ich vorhabe. Ja. Es hätte auch fast geklappt. Natürlich weiß ich das. Also wenn die reingehen, bist du schon gegen die immun. Ja. Natürlich nur, wenn da nicht dieses böse Vieh da kommt. Huiuiui. Ich spring einfach drüber. Oh ja. Wie das macht. Oh ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist hier noch drin? Oh, wow. Oh, hat sich gelohnt, ey. Hat sich das gelohnt. Ein ganzer Pilz. Ich wollte schon immer einen Pilz gewinnen. So. Ja. Oh, es ist fürchterlich. Der König wurde verhext. Finde den Zauberstab, damit wir ihn zurückverwandeln können. Epischer Moment. Bidu, bidu. Oh mein Gott, wie bidu, bidu. Ach ne. Sag mal, waren die Schiffe in der All-Stars-Version dann nicht irgendwie etwas mitnehmen? Oder ne? Rot? Oder braun oder so? Hier sind die alle ja grün. Blau, das sind Pflaster. Schiffe? Blau? Nein! Oh, sind so. Und du bist blau. Das ist blau. Eindeutig. Kann doch blau-grün sein. Grün-blau? Oder? Türkis? Einigen wir uns auf Türkis? Ich glaube, da fehlt was. Das ist doch schön. Sehr gut. Prima, prima, prima. Oh, ja, böse Hammerwerfer. Ne, das sind die Schrauben, die werfen nur Schraubenschlüssel. Ach ja. Oh, ich bin blöd. Alles so gewollt. Und dass sie auch klein werden, aber auch so gewollt. Genau, das ist nämlich eher viel schöner. Ja. Du heißt Luftwiderstand und so. Das Gefühl geht sich weiter. Bidu, bidu. Bitte. Bitte. Boah. Okay, Scheiß. Was ist eigentlich ein Luftschiff? Ja. Nicht mal zusammenhängen. Da fehlt gleich mal ein ganzes Stückchen. Wie kann das fliegen, bitte? Ja, dann frage ich mich ja. So. Boah, ist anstrengend. Ja, muss so lange, bis irgendwas kommt, was uns total verarscht. Was. Bist du? Ja. Oh Mann. Ich wäre beinahe gestorben. Ich breche noch irgendwann den Controller auseinander, habe ich das Gefühl. Dann fucking Kasper. Was ist denn da unten, ey? Der hat sogar Fenster drin. Tja. Ich will da rein. Na, ich glaube, du verwechselst. Oh ja. Kriegst du hin. Ja, das ist nämlich der Böse. Oh Gott, das ist der Böse. Das ist ja eigentlich nur der Böse. Hä? Hä? Cheater. Ich war hier, der hat voll die Eisenhaare oder was. Oh, jetzt muss ich doch noch hinterherlaufen mit seinem Nougat-Schiff hier, ey. Das sieht doch aus wie irgend so, wie so ein, du kennst doch diese Neapolitaner-Waffeln oder wie die heißen. Das sieht genauso aus. So. Und Blumen ist aber rein. Sein Waffel. Werde ich doch sowieso verkacken, ja. Sehr, sehr gut. Ich hab die Auto-Smash-Funktion genutzt. Ja, Auto A. Auto B, meine ich. Auto B. Auto A, B.